einfach zu ihm gefahren und hast ihn gevögelt? Was für ein Scheißplan! Ich hab's für dich getan. Den Schuldschein. Was du für mich getan hast, bedeutet mir mehr als alles andere. Ich will nicht, dass du gehst. Ich liebe dich. Ich werde mich von Ricardo trennen. Also, ich habe auch eine Entscheidung getroffen. Ich brauche einfach ein bisschen Abstand. Und deswegen ist es besser, wenn du erstmal aus der WG ausziehst. Ja, keiner da. Dann schönen Tag noch. Ja? Sascha, hey, ich bin's. Hey, alles gut? Nichts ist gut, verdammt. Vor meinem Wagen, da sind 4 düstere Typen und es sieht so aus, als ob die auf mich warten. Was wollen die hier? Okay, lass uns in mein Büro gehen. Ist das jetzt eine dienstliche Anordnung oder eine private Bitte? Ich würde sagen, das ist ein tiefes inneres Bedürfnis. Kein Wunder, dass sie ihre steile Karriere macht. Mal sehen, welchen Posten sie als nächstes bekommt. Sie sind verliebt? Dein Vater schon, ja. Hat sie echt hingekriegt. Was soll das heißen? Meinst du, sie spielt ihm was vor? Daran ist sie auch Profi. Du spinnst. Hallo? Dein Vater ist reich, adelig und sieht für sein Alter noch ganz schön knackig aus. Eva ist nicht die Erste, die auf diese Weise versucht, von der Bügelhilfe zur Millionärin aufzusteigen. Außerdem geht ja schon länger das Gerücht um, dass sie eine Professionelle ist. Was für eine Professionelle? Was wohl? Das ist Schwachsinn. Pass du lieber auf, dass deine Karriere nicht bald zu Ende ist. Oh, Entschuldigung, kein Wort mehr gegen deine zukünftige Stiefmutter. Sag mal, sollte man sich ein bisschen zurückhalten? Warum? Ich habe nichts zu verbergen. Sollen doch alle sehen, dass ich dich liebe. Kann es sein, dass du gern von einem Extrem ins nächste kippst? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wovon du sprichst. Naja, meine Kolleginnen hatten mich ja eh schon in Verdacht, dass ich mich hochschlafe. So. Also zum einen sind wir bereits oben und zum anderen hätte ich gar nichts dagegen. Sascha, Alter, was soll ich jetzt machen? Hey, die belagern meinen Imbiss. Ah, die hauen bestimmt gleich ab. Und wenn nicht? Keine Ahnung, hör zu. Die dürfen auf gar keinen Fall die Ware in die Hände bekommen. Sag mal, willst du mich komplett verarschen? Weißt du, wie mich deine scheiß Ware interessiert? Die sollen abhauen. Wer sind die Typen eigentlich, hä? Hm? Jetzt sind es schon 5. Jetzt kommt noch so ein Typ mit so einem Pelz, so ein richtiger Brecher. Die wollen in den Wagen rein, Alter. Mann, jetzt krieg dich doch mal wieder ein. Außerdem wolltest du doch unbedingt mitmachen. Ja. Da wusste ich aber noch nicht, dass da irgendwelche Gorillas auftauchen und meinen Wagen auseinandernehmen. Okay, ich bin gleich bei dir und klär das. Okay, beeil dich, ja? So, ab, ja. Olli, verpiss dich. Olli! Ich pack das nicht. Ich hab's versucht, aber es geht nicht. Weißt du, diese ganze Sache mit dem Blinddarmdurchbruch, das ist doch alles nur passiert, weil ich immer noch in Ricardo verliebt bin. Ich gönne es euch, aber ich will es nicht jeden Tag mit ansehen müssen. Und wenn ich mich doch von Ricardo trenne? Das willst du doch eigentlich gar nicht. Ich kann nicht einfach ausziehen. Wieso nicht? Wegen Maximilian? Ja, aber du kannst sie doch besuchen. Und wenn du eine eigene Wohnung hast, dann kann Maxi auch vielleicht mal bei dir schlafen. Jessie, ich hab dich geheiratet, wir wohnen zusammen, damit ich Maxi irgendwann mal adoptieren kann.
Wenn ich jetzt wegen Ricardo ausziehe, dann wird das Jugendamt doch gleich herausfinden, dass wir denen die ganze Zeit was vorgespielt haben. Dann siehst du halt nicht offiziell aus. Und meine Sachen lasse ich vielleicht auch da, damit im Falle des Falles das Jugendamt keinen Verdacht schöpft. Ja, das weiß ich. Boah, Jessie, du hast einfach mal wieder nicht über die Konsequenzen nachgedacht. So kann es auf jeden Fall nicht weitergehen, ja? Nee. Ist auch gar keine Lust mehr, weiter zu diskutieren. Ich bin müde. Okay. Du hast recht. Wir kommen einfach später nochmal vorbei. Ich will, dass er bei mir bleibt. Gar nicht offen. Ja, ich wundere mich nur, normalerweise ist um die Zeit immer schon offen. Alles im Lack? Klar, alles im Lack. Nervös? Wieso? Du zitterst. Ist ja auch kalt. Ja, ich gehe dann mal woanders essen. Alter, Mann, was soll der Scheiß? Es ist kompliziert. Ey, was sind das denn für Typen? Keine Ahnung. Ja, suchen die dich? Sind die hinter dir her? Ich dachte, ich habe nichts Schlimmes gemacht. Ich habe nur Sascha einen Gefallen getan. Was denn für ein Gefallen? Der lagert gerade ein paar Paletten Laptops bei mir. Sind die wieder geklaut? Er sagt, die sind vom Laster gefallen. Ach ja, und was wollen jetzt diese Typen? Ich vermute, die Laptops klauen und somit Sascha das Geschäft vermiesen. Moment mal, die wollen die geklauten Laptops klauen. Ich habe gehört, er ist ein enormer Leistungsdruck in der Branche. Ja, das ist echt nicht leicht als Gangster. Die haben totalen Druck, sage ich dir. Und? Wie sieht's aus? Eva, es tut mir leid, dass ich so ungerecht zu dir war. Wie du mich angesehen hast, nachdem ich dir gesagt habe, dass ich mit Berg schlafen musste. Das war für mich das Schlimmste. Ich war verletzt. Allein der Gedanke, dass... Ich weiß natürlich, dass du es letztendlich für mich getan hast. Um an diese Codes zu kommen, die uns so wichtig waren, ohne die Berg uns ruiniert hätte. Aber... Er hatte mich nicht. Bitte? Als ich mit ihm zusammen war, immer wenn ich mit einem meiner Kunden geschlafen habe, dann war das nicht ich. Das war Jasmina. Lass uns einfach nicht mehr darüber reden, okay? Hey, es ist mir wichtig. Ja, aber es ist auch vorbei. Aber ich will, dass du mich verstehst. Immer wenn ich in diese Rolle geschlüpft bin, dann war es so, als würde ich mich selbst beobachten. Verstehst du? All diese Männer, die hatten mich nicht wirklich. Das hat nichts mit dem zu tun, was ich für dich empfinde. Mit dir ist alles anders. Ich spiele keine Rolle mehr. Ich bin einfach ich selbst. Danke, dass du mich liebst. Dr. Sümer, bitte. Dana? Dr. Sümer, bitte. Du gehst schon wieder? Ja. Ist was passiert? Ja. Jessie will, dass ich ausziehe. Was? Sie hält es nicht aus, dass... uns. Wann kapiert die Frau endlich, dass ich auch nicht mehr mit ihr zusammen wäre, wenn es uns nicht gäbe? Gut, das hat sie verstanden. Nur leider ändert es nichts an der Tatsache, dass sie immer noch verliebt in dich ist. Das ist doch lächerlich. Ich bin mir sogar sicher, dass sie gar nicht in mich verliebt ist, sondern nur haben will, was sie nicht haben kann. Nur leider schwer zu verstehen, wenn sie ja schon bekommen hat, was sie wollte. Ne? Wie bitte?
War das eine Affäre mit ihr? Schon vergessen? Machst du mich gerade für die ganze Situation hier verantwortlich? Was weiß ich? Ich sehe nur, dass alles, was ich mir mit Jessica und dem Kleinen aufbauen wollte, kaputt geht. Und das macht mir Angst. Und ja, wenn du nicht wärst, dann wäre das nicht so. Schwester Schneider, bitte zum Empfang. Schwester Schneider, bitte. Haben Sie nichts anderes zu tun? Okay, wenn unser Picknick doch länger dauert, sind Sie endgültig im Wagen. Sie dürfen nicht an die Laptops machen. Jetzt scheiß doch mal auf deine blöden Laptops, Mann. Das Bahnhof ist meine Lebensgrundlage. Ja, wie willst du das verhindern? Wir greifen Sie an und überwältigen Sie. Wir. Ihr. Ihr? Wir? Kein guter. Ja, ich sag's doch, ruf die Polizei. Mann, kapier's doch endlich. Wenn die Bullen die Laptops sehen, dann bin ich geliefert. Dann kann ich den Wagen gleich selber zerlegen. Wir müssen Sie ablenken, bis uns was Besseres einfällt. Geh du noch mal vor und halt sie auf. Was? Warum denn ich? Weil ich da nicht hingehen kann. Die kennen mich. Ja, und wenn die mich sehen und wissen, dass es mein Wagen ist, dann... Verdammt, das ist alles, was ich im Leben habe, bitte. Tu mir den Gefallen und lenk sie ab, ja. Wenn das unangenehm wird, dann kommt ihr und holt mich raus, ja? Ja. Und du lässt dir schnellstens was einfallen, das hält ja keine 2 Minuten durch. Ich weiß. Es wird eine kleine Party auf dem Schloss geben. Die Angestellten wollen sich bedanken, dass sie ihre Jobs behalten können. Die Partys bei den Landscheins sind legendär. Habt ihr nie davon erzählt? Du bist natürlich selbstverständlich dabei, wenn es schon eine Siegesfeier gibt. Denn nur mit der Frau, der wir den Sieg zu verdanken haben. Ich weiß nicht. Außerdem habe ich gar nichts Richtiges anzuziehen für so eine wilde Party. Hm. Na und? Dann kaufen wir dir was. Wir kaufen dir einfach alles, was dir gefällt. Du meinst, wir gehen so Pretty Woman-mäßig in der Luxusboutique, trinken Shampoos, während ich Designerfummel anprobiere? Hm. Jetzt sag mir nicht, dass dir das nicht gefallen würde. Ach, jetzt komm schon, alle Frauen mögen das. Ich habe jedenfalls immer davon geträumt. Tja, siehst du? Und vor dir steht der Mann, der deine Träume wahr werden lässt. Und zwar alle. Na dann. Zeigen Sie mal, was Sie drauf haben, Graf Landstein. Jetzt will ich das volle Programm. Das kann ich mir vorstellen. Vorbereitungen sind fast abgeschlossen. Jeder vom Personal hat dazu beigetragen, Ihnen persönlich zu danken. Vielen Dank, Justus. Ich glaube, ich habe mich noch nie so auf eine Feier gefreut. Wirklich eine ganz entzückende Idee. Es ist aber auch so schön, dass alles bleibt, wie es ist. Was wäre ja. Königsbrunn, wenn es nicht im Besitz der von Lahnsteins wäre? Ja. Ein japanischer Vergnügungspark? Ja, das war wirklich klar. Wir haben vor allem Frau Baumann zu danken. Sie hat geschafft, was uns nicht gelungen ist. Das Heft mit den Codes an sich zu bringen. Ja, wenn man seine Mittel richtig einzusetzen weiß. Wie meinst du das? Dass sie als Profi natürlich weiß, wie man sich die Männer gefügig macht. Ach, bitte nicht, Tristan. Du denkst doch nicht ernsthaft, dass sie Sex mit Herrn Berg hatte. Was glaubst du denn, warum er sie in sein Hotelzimmer gelassen hat? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also ich verstehe natürlich, dass du ihn für einen Gentleman hältst. Aber ich fürchte, er war einfach nur Mann. Hör mal zu, Tristan, er mag ein krimineller Geschäftsmann sein, aber so. So ist er nicht. Was soll ich sagen? Sie sind einfach die besten Burritos in der Stadt. Ja, da wartet man doch gerne mal ein bisschen. Seht ihr ja offensichtlich genauso. Aus welcher Ecke kommt ihr eigentlich? Ich habe euch hier noch nie gesehen.
Ja gut, da wir ja offensichtlich die gleiche Leidenschaft für Burritos teilen. Ich bin der Olli. Hey. Bist du schwul oder was? Ja, ich hoffe, es wäre kein Problem, wenn dem so wäre. Ich meine, ihr seht doch aus wie tolerante, offene Menschen. Ah ja? Und was, wenn wir das nicht wären? Schicker Pelz? Hast du ein Problem oder sowas? Ich hoffe einfach, dass bald mal einer kommt, der den Wagen aufmacht. Es wäre doch wirklich schön, wenn jetzt einer käme, der den Laden aufmacht. Deine Narbe kontrollieren. Kann das nicht jemand anders machen? Jesse, hast du irgendwelche Zweifel an meiner Kompetenz als Arzt? Nein, ich würde sie. Gut, wie wär's dann, wenn du endlich aufhörst mit diesem Kindergartenblödsinn, dich zusammenreißt und mich meine Arbeit machen lässt? Schwester Julia, kümmern Sie sich bitte um den Kleinen, während ich Frau Stiel untersuche. Ist dir eigentlich klar, was Dana für dich und den Kleinen alles getan hat? Und jetzt wirfst du sie raus, nur weil du dir einbildest, in mich verliebt zu sein? Du hast sie doch nicht mehr alle, Jesse. Dana ist bereit für dich und Max alles zu geben. Und du? Glaubst du wirklich, du kommst alleine zurecht? Ohne jemanden, der dir Max abnimmt, wann immer du mal ein bisschen Zeit für dich brauchst? Sich liebevoll und rührend um den Kleinen kümmert? Die Verantwortung abnimmt? Du wirfst die Frau raus, die immer bereit ist, dir zuzuhören. Und immer Verständnis für dich aufbringt, wenn alle anderen schon längst aufgegeben haben. Sieht soweit gut aus. Schönen Tag noch, Frau Stier. Wusstest du, dass Ansgar mit Eva zusammen ist? Ja. Das ist echt. Das war ganz schön kompliziert zwischen den beiden. Immerhin ist sein Vater offiziell noch mit Tanja verheiratet. Und es war Eva, die wesentlich dazu beigetragen hat, die Bergs loszuwerden. Ah. Wie hat sie das geschafft? Es ging um irgendwelche, danke, illegalen Geschäfte und Konten, die Berg hat. Eva hatte irgendwelche Unterlagen besorgt, aber so genau weiß ich das ehrlich gesagt auch nicht. In der Firma wird getratscht, dass Eva nur mit Ansgar zusammen ist, weil er reich ist. Ja, ich kann mir auch ganz genau vorstellen, von wem das kommt. Meinst du, da ist was dran? Natürlich nicht. Du kennst doch die Mädchen in der Firma, die tratschen den ganzen Tag. Also glaubst du wirklich, dass die beiden sich lieben? Ja. Ja, da bin ich mir ganz sicher. Ich denke, die machen heute nicht mehr auf. Ich finde, wir sollten gehen. Findest du? Ja, also ich finde, ich sollte jetzt lieber gehen. Und ich finde, wir warten hier alle noch ein Weilchen. Du auch. Sag mal, irgendwas sagt mir, dass du der Typ, dem dieser Imbiss hier gehört, euch ganz gut kennt. Ich kaufe hier immer mal was zu essen ein, aber... Vielleicht hat er auch mal erwähnt, wo er wohnt. Nee, das hat er nicht. Bist du dir da auch ganz sicher? Hey! Hey! Alter, sag mal, was soll die Scheiße? Wo wart ihr? Erkläre ich dir später. Los, komm, helfen wir jetzt erstmal, das Zeug zu verladen. Ja, und was ist mit Sascha? Na, den kriegen wir nicht. Das waren 5 Typen. Ja, und der war kroatischer Schulschirm mit einem 3000 Meter Hindernislauf. Die ersten 3 Kilometer sind also kein Problem.
Was ist das überhaupt für ein Wagen? Mietwagen. Moment mal, während ich diese Typen hingehalten habe, habt ihr in aller Seelenruhe einen Mietwagen geholt? Irgendwie muss das Zeug doch weg. Mido, ich könnte tot sein. Ja, bist du aber nicht. Jetzt pack an. Ansgar? Ich weiß einfach nicht mehr, was ich noch machen soll. Ich hab dir gleich gesagt, dass das nicht gut gehen kann. Zwei Mütter. Ach, soll es etwa heißen, ein Kind braucht immer einen Vater? Naja, im Zweifelsfall ja. Also jemanden, an dem man sich orientieren kann. Es gibt Dinge, die kann einem eine Frau nicht beibringen oder zeigen. Also jedenfalls, wenn das Gegenüber keine Frau ist. Also ich kenne jede Menge normale Familien, bei denen es besser gewesen wäre, das Kind wäre ohne Vater aufgewachsen. Ich sag ja gar nicht, dass jeder Mann auch gleich ein guter Vater ist. Nee, ist ja auch nicht jede Frau eine gute Mutter. Aber das Wichtige ist doch, dass ein Kind bei den Menschen aufwächst, die es lieben. Und wenn es zwei Frauen sind, dann sind es eben zwei Frauen. Wenn deine Mutter noch leben würde, die wüsste, was das Richtige wäre. Also ich bin zwar nicht deine Mutter, aber vielleicht darf ich dir trotzdem Rat geben? Bitte. Denk doch einfach mal drüber nach, was das Beste für dein Kind wäre. Also kannst du noch für dein Kind da sein? Ich meine richtig, wenn du ausziehst. Die Frage ist nur, wie sie das anstellen soll, solange sie da lebt und sich mit Jessica in den Haaren liegt. Ich weiß es nicht. Also darüber solltest du aber schon im Klaren sein, bevor du eine Entscheidung triffst. Jetzt mal halblang. Du kriegst es schon hin. Anna erschaffen, wenn ich bitten darf. Dankeschön. Bitte, sehr gerne. Ich würde gerne einen Toast ausbringen. Aber bitte, Justus. Ich möchte im Namen aller Angestellten des Hauses zum Ausdruck bringen, wie viel es uns bedeutet, auch weiterhin bei Ihrer Familie in Diensten stehen zu dürfen. Dieses Schloss ist auch unser Zuhause und der Gedanke, von hier fortgehen zu müssen. Ja. Auf die Familie Lahnstein. Ja, 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 sie lebe dreimal hoch. Auf uns alle. Und vielen Dank. Ich möchte auch ganz gerne einen Toast ausbringen. Und zwar auf Eva. Ohne deren Hilfe es uns nicht gelungen wäre, dieses Schloss zu halten. Und die mir die Kraft gegeben hat, für diese seltsame Familie zu kämpfen, obwohl ich eigentlich schon aufgegeben hatte. Auf Eva. Auf Frau Baumann. Auf Eva. Ach, und nur um die letzten Zweifel auszuräumen. Selbstverständlich sind wir ein Paar. Und wir werden hier in Zukunft auch zusammen auf Königsbrunn leben. Und darüber sind wir auch sehr glücklich. Ja, sie bestimmt. Schade, dass Tanja nicht hier ist. Würde sie bestimmt interessieren. Ja, auf jeden Fall. Ich gratuliere. Danke. Willkommen auf Königsbrunn. Hallo, Kim. Schöne Kette. Danke. Ich habe so viele Geschenke bekommen. Dein Vater ist regelrecht ausgeflippt auf der Kühe. Ach nee, ist er das? Du, ich habe nicht vor, dir deinen Vater wegzunehmen. Oh, da bin ich aber erleichtert. Wir kommen schon irgendwie klar, hm? Schlange. Sieben.
gesagt, dass Sascha um halb hier sein wollte. Vielleicht hat er sich verlaufen. Ja, oder die haben ihn erwischt. Gut, dann haben wir jetzt ein Problem. Ja, die sahen nicht aus, als würden die es bei einer Tracht Prügel belassen. Also, was mache ich denn mit den Laptops? Alter, ist das deine einzige Sorge? Nein, natürlich nicht. Doch, um ehrlich zu sein, schon. Ich kann die doch nicht zurück ins Bahnhof bringen. Das geht wohl gar nicht. Warum hast du dich auf den Scheiß überhaupt eingelassen? War doch klar, dass das nicht gut gehen kann. Deswegen ist es verboten. Okay, irgendwo hinter deiner Logik. Ist es verboten, was nicht klappt, oder klappt es nicht, was verboten ist? Was? Ich fragte gerade. Was hast du dir dabei gedacht? Du lässt dich auf irgendwelche Geschäfte mit solchen Schlägertypen ein. Ich habe mich nicht auf Geschäfte mit Schlägertypen eingelassen. Ich habe mich auf ein Geschäft mit Sascha eingelassen. Was ist mit mir? Da bist du ja, Alter. Du lebst ja noch. Ja, sorry, hat ein bisschen gedauert. Deiner Typ war echt schnell, aber das war geil. So, und jetzt Schluss mit lustig, das Zeug muss weg. Gut, ich fahr. Gib mir eine Schlüssel. Steckt. Okay, dann mach ich ab. Danke dir. Du wusstest doch, dass du zu den Clowns gehörst. Hey! Hey! Los, gib mir den Schlüssel! Was meinst du? Kriegen wir zwei das auch alleine hin? Hm? Wenn du mir bloß sagen könntest, was du denkst. Was machst du denn hier? Andi hat mich reingelassen. Ich wollte sehen, wie es dir geht. Ich weiß nicht. Entschuldige. Das, was ich vorhin im Krankenhaus zu dir gesagt habe, das war nicht fair. Vielleicht ist wirklich das Beste, ich ziehe erstmal aus. Zumindest für eine Weile. Vermisst du Mama Dana schon? Weißt du, nur weil wir uns jetzt ab und zu streiten, heißt das nicht, dass wir dich weniger lieb haben. Das hat doch eigentlich gar nichts mit dir zu tun. Du hast recht, es betrifft dich trotzdem. Schatz. Ich vermisse ja auch. Anfangs wollte ich einfach nur, dass ein Stück von Hagen in meinem Leben bleibt. Deshalb wollte ich den Kleinen großziehen. Je länger ich ihn angesehen habe, desto weniger habe ich Hagen in ihm gesehen. Sondern? Er war einfach er selbst, Maximilian. Ein eigenständiges, kleines, wunderbares Wesen. Ich habe sowas noch nie gefühlt. Die Liebe einer Mutter. Ich würde alles für ihn tun. Alles. Ich will nicht, dass er unter den Streitereien mit Jessica leidet. Deshalb müssen wir eine Entscheidung treffen. Wird das heute noch was? Wird ihm jetzt bitte jemand den Schlüssel geben? Nein. Sascha! Er blufft. Er wird dir nichts tun. Willst du es rausfinden? Nein, will er nicht! Jetzt gib ihm den verdammten Schlüssel! Steig in den Wagen und fahr los. Oh. Frank! Hey! Was soll das werden? Olli, du bist nur ein Freund von mir. Das ist ein scheiß Bulle. Ja, mein Onkel, Kriminalkommissar. Wir sehen uns. Hey! Ja, schön, dich zu sehen. Alles in Ordnung? Ja. Und, Freund von euch? Nein, nur ein Tourist, der nach dem Weg gefragt hat. Alles klar, ich wünsche euch was. Tschö. Ja. Hast du gut gemacht. Es war knapp. Du hast doch gesagt, er blufft nur. Es war geblufft, dass er blufft.
und das hier ist die Küche. Und das ist Frau Linz, der gute Geist der Küche. Hallo, wir kennen uns ja schon. Frau Baumann wird von nun an auf dem Schloss wohnen. Darf ich Ihnen einen Tee anbieten? Nee, ich habe gerade so viel gegessen, da ist kein Millimeter mehr Platz. Das war hervorragend. Ja, aber ich hätte gerne einen Tee. Danke übrigens, dass Sie mich so schnell willkommen geheißen haben. Ich war etwas überrumpelt. Ja, das war nicht zu übersehen. Tja, der Ansgar. Ein Mann der Extreme. Ja. Ich war auch leicht überfordert. Sie werden sich ganz schnell an alles gewöhnen, da bin ich mir sicher. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Dankeschön. Einen schönen Ring haben Sie da. Ja, den habe ich von jemandem, der mir sehr viel bedeutet hat. Wie ist das passiert? Nun, es gab einige Differenzen und er hat Düsseldorf verlassen. Frau Baumann, darf ich Sie etwas fragen? Etwas sehr Persönliches. Sicher. Um an das Heft mit den Codes zu kommen, haben Sie da... Ich meine... Hat Vincent Berg Sie gezwungen, mit ihm ins Bett zu gehen? Oh, Entschuldigung, das ist so eine intime Frage. Verzeihen Sie bitte. Ja, ich habe mit ihm geschlafen. Es war in der Situation einfach nicht anders möglich. Ja. Ja, nein, sicher, natürlich. Danke für Ihre Offenheit. Ist es wahr? Ist was wahr? Dass deine Freundin eine Nutte ist? Puh, okay. Du weißt es und bringst sie hierher. Gib mir zu, es stimmt, dass Eva mal eine Zeit lang für einen Escort-Service gearbeitet hat, aber das ist lange her. Sie hat gerade mit Berg geschlafen, um an was weiß ich zu kommen. So, was bist du für sie? Ihr Zuhälter? Moment mal, jetzt reicht's, ja? Ich weiß es nicht. Mein Vater ist mit einer Nutte zusammen. Moment mal, du hörst sofort auf, so über Eva zu reden. Eva ist eine... großartige und wunderbare Frau. Und sie hat es nicht immer leicht im Leben. Und ich kann dir nur wünschen, dass du nie in so eine Situation gerätst. Ja, ganz bestimmt nicht. Herr Zukim, ich kann nachvollziehen, dass es dir nicht leicht fällt, zu verstehen, wie sich jemand entschließen kann, auf diese Art und Weise Geld zu verdienen. Was? Wie naiv bist du eigentlich? Glaubst du wirklich, sie hat damit aufgehört? Einmal Nutte, immer Nutte. Kim, du weißt nicht, wovon du sprichst. Statt viele verschiedene Freier hat sie sich jetzt einen zugelegt, der sie aushält. Und du spielst mit. Kim, wir lieben uns. Du holst sie aufs Schloss, kaufst eine halbe Boutique für sie auf. Und sie? Was macht sie für dich? Wahrscheinlich das, was sie am besten kann, ne? Es war so krass und Olli war voll die coole Sau. Du musst dir vorstellen, der war kurz davor, ihm mit einem Baseballschläger einen Scheitel zu ziehen. Ich dachte, das war eine Kette. Ey, die hatten alles dabei, aber Olli ganz cool. Ja, Frank Helmke, quasi mein Onkel und Kriminalkommissar. Das war alles. Ja, ja, und diese Typen, das waren echt so richtige Kanten. Und die waren bewaffnet. Bewaffnet? Ey, sag mal, hörst du nicht zu? Die hatten alles dabei. Die hatten ein Brecheisen, Baseballschläger, Ketten, Messer. Und Sascha, wo ist der jetzt? Der liefert gerade planmäßig die Ware bei seinem Auftraggeber. Ja, wir haben ja nicht zugelassen, dass die ihm die abnehmen. Und damit selber Geld kassieren. Keine Chance. Mann, habt ihr ja wirklich was erlebt. Ich sagte, ich war ein bisschen nervös, aber im Endeffekt war es doch ganz geil. Oder wir waren ziemlich geil. Auf jeden Fall. War schon geil. Na? Los. Ja.
Mama ist ja da. Hm? Siehst du? Ich bin da. Moment mal, du hältst jetzt mal schön den Ball flach. Hab ich irgendwas gesagt, als du diesen Frittenbuden-Latino geheiratet hast? Ja, hast du. Aber das ist ja auch wohl völlig was anderes, oder? Ach ja? Ja, Emilio war nicht auf dein oder mein Geld aus. Ja, ganz genau, aber nur weil ich es von Anfang an verhindert hab. Ach ja, und deswegen schenkst du ihr teure Geschenke, oder was? Hast du ihr ein Konto eingerichtet? Kim, ich verstehe, dass du ein Problem mit mir hast. Aber ob dein Vater nun arm oder wohlhabend ist, das interessiert mich nicht. Ja, genau. Deswegen hast du ja auch alles dafür getan, dass er wohlhabend bleibt. Du, ich weiß nicht, was du über mich gehört hast. Aber eins kannst du mir glauben. Ich liebe deinen Vater sehr. Und gerade weil ich nicht wollte, dass so über uns geredet wird, habe ich lang gezögert, um mich drauf einzulassen. Und ehrlich gesagt, mir geht's auch ein bisschen schnell. Ach, Blödsinn. Wenn man sich füreinander entschieden hat, dann ist das eben so. Da müssen die anderen eben sehen, wie sie damit klarkommen. Danke, Ansgar. Das war jetzt sehr hilfreich. Du kannst nicht immer alle vor vollendete Tatsachen stellen und erwarten, dass sie alles gleich schlucken. Ich entscheide eben und verhandle nicht. Nicht immer leicht mit ihm, ha? Was soll das jetzt werden? Glaubst du wirklich, ich falle auf eine, die beste Freundin mit der Tochter meines Geliebten Nummer rein? Entschuldige ich. Entschuldige du mich. Aber ich weiß ganz genau, was du bist. Und warum du dich auf dieses Schloss hier gevögelt hast, du kleine... So, jetzt reicht's mir. Raus! Und zwar ganz schnell. Los. Gerne. Ja, woher hast du dieses fiese Pfeilchen? Er wusste, wo ich sein werde und ist mir aufgelauert. Und natürlich wusste er auch, dass ich die Kohle dabei habe. Scheiße. Er war so scheißsauer, dass er wegen euch nicht zum Zug kam. Hat er denn die Kohle wieder abgenommen? Nee. Kein Fall. So, hier. Dein Teil, inklusive der Miete für den Leihwagen. Danke. Das ist für dich. Danke, lass stecken. Hey, ohne dich hätte ich heute gar nichts verdient. Ja, trotzdem danke. Also, Sascha, so gut sich das anfühlt, ich bin raus aus der Nummer. Ist mir einfach zu heiß. Sorry. Und du? Ich definitiv auch. Was ist mit mir? Willst du mich nicht fragen? Nein. Zeit nachzudenken. Und ich bin mir mittlerweile nicht mehr sicher, ob wir das hinbekommen. Inwiefern? Jessica, wenn wir jetzt schon scheitern, weil wir uns in denselben Mann verlieben, dann... Dann ist es vielleicht besser, wir beenden das hier sofort. Was beenden? Alles. Unsere Verpartnerung, diese ganzen Lügen vom Jugendamt, mein Antrag auf Adoption. Maxi ist dein Sohn, nicht meiner. Ihr seid die Familie und es ist wohl am besten, es bleibt so. Ich kann Kims Reaktion verstehen. Du hättest sie niemals dafür schlagen dürfen. Sie hat gerade eben erst davon erfahren. Was soll sie denn denken? Sie macht sich Sorgen um dich. Ich will einfach nicht, dass irgendjemand so über dich spricht. Und schon gar nicht Kim. Vielleicht hättest du dann nicht mit der Tür ins Haus fallen sollen und erst mal mit ihr geredet. Du. Hey.
Versprichst du mir noch mal in Ruhe mit dir zu reden? Ja, natürlich. Raus ist und die Heimlichkeiten vorbei sind. Trotzdem möchte ich nicht unbedingt rumposaunen, womit ich bisher mein Geld verdient habe. Ja, natürlich. Es reicht schon, wenn die Leute von mir denken, dass ich nur mit dir zusammen bin, um mir Vorteile zu verschaffen. Und? Bist du? Ich meine, so ein bisschen. Spinner. Obwohl, als du für mich die Boutiquen geplündert hast, das war schon toll. Ja, ich kann mich auch nicht erinnern, wann es mir das letzte Mal so gut ging. Ich schon. Als du mich das erste Mal geküsst hast. So. Sieht so aus, als hättest du kapiert, was dieser Eva für einer ist. Ja. Und ich sorge dafür, dass alle anderen es auch erfahren. Wie das? So, ich poste es bei Style im Blog. Wie jetzt? Du stellst das ins Internet? Nutte erschläft sich Zugang zum Modeadel. Das ist krass. Nö. Nur die Wahrheit.